Schönen guten Abend. Ich hoffe, ich bin zu hören. Vielleicht ein oder zwei Ja's, da kommen die ersten Ja's. Wunderbar. Alles in Ordnung. Seid ihr alle vorbereitet? Jetzt müsste die zweite Reihe Ja kommen. Heute sprechen wir über die ersten fünf Kapitel. Und zwar fangen wir nicht auf Seite 1 an, sondern auf Seite 44. Grund dafür ist, dass wir uns sicherlich nicht hier über Charts unterhalten werden und noch nicht, was technische Aktienanalyse ist, weil das sollten wir wissen. Denn wenn wir es nicht wissen, dann tun wir die ganze Zeit etwas, das ja vielleicht gar nicht das ist, was wir wollen. Also das müssten wir vorher wissen. Er schreibt auch irgendwo in dem Buch, dass er, wenn gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt sind, empfiehlt, das Buch einfach wieder zuzuklappen. Das finde ich sehr nett. Finde ich sehr nett und freundlich. Also es geht heute um die Dow-Theorie. Ihr werdet da gleich merken, dass dort viele Elemente vorkommen, auf die einige hier achten, einige, die ich selbst benutze, einige, die ja, ich nicht benutze. Da wir hier gar nicht lange rumeiern wollen, also ich habe hier eine kurze, warte mal, muss ich schnell finden. Hier eine kurze Word-Datei draus gemacht. Das ist alles, was wir heute machen. Okay? Er zeigt mir überall Rechtschreibfehler, der Kollege, weil natürlich, wann schreibe ich schon mal Deutsch? Da muss man versuchen, diese ganzen roten Dinger da zu ignorieren. Brauchen wir auch nicht diese 30 plus Seiten durchlesen, weil das hat ja selber jeder gelesen. Also, geht darum, die Dow-Theorie kümmert sich nur um die Preisbewegung. Logisch, ist auf Charts anzuwenden, hat nichts mit irgendwelchem fundamentalen Gefummel zu tun, ja, kümmert sich nur um die Preisbewegung. Und Dow-Theorie vergleicht den Dow Jones Industrial Index mit dem Dow Jones Transport Index und kommt dadurch zu Schlüssen. Der Grund dafür ist einfach, früher ist klar, wenn die Wirtschaft gelaufen ist, sind natürlich auch die Beförderungsmittel gelaufen, damals Eisenbahnlinien. Heutzutage sind es eben Fluggesellschaften, Schiffsgesellschaften, was immer. Hat sich alles geändert. Einige der Industriewerte, ob man wirklich Industriewerte dazu sagen sollte, ist doch die Frage. Aber grundsätzlich passiert das immer noch gleich und wir reden eben drüber. So. Also wir erzählen hier langwierig über, wie viel es denn waren und wer da ausgetauscht wurde. Das ist was für Leute, die an Historie Interesse haben. Jetzt geht es um die grundlegenden Sätze. Schon mal eins vorweg. Falls jemand eine Frage hat, es nicht versteht, ja, dann fragen. Gar nicht lang rummachen, fragen. Ich bin mir sicher, dass hier einige sitzen, die die gleiche Frage haben. Ich lese das Ding nicht zum ersten Mal.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es mir manchmal nochmal durchlese, warum lese ich es denn nochmal durch? Weil ich manchmal sage, die spinnen ja. Beispielsweise, wir werden da auch nicht durchgehen durch diese ganzen Beispiele im Folgekapitel, ja, wo er da, glaube 5 oder 6 Jahre durchkaut mit Sonderfall und ja und bla bla, wenn der Krieg und wenn die Eisenbahnlinien dann nicht nochmal 2 Punkte drunter und deswegen und so weiter und so fort. Wir kümmern uns um das, was wir anwenden und wir wissen, worauf wir achten. Ja, wir sind hier keine sturen Buchleser. Ich hoffe, einige denken Gott sei Dank. Und wir werden hier nicht durchkauen, was ein Index vor, ja, 100 Jahren gemacht hat oder mehr. Das ist vollkommen irrelevant. So. Also, erste Aussage ist, und ich sage nicht Indexe, weil ganz ehrlich, da dreht sich bei mir der Magen rum, das sind Indizes. Also, Indizes berücksichtigen alles, ausgenommen Akte Gottes und ernannte Naturkatastrophen. Alles andere ist eskomptiert, berücksichtigt und er nennt es diskontiert im Preis. Das ist das Wesen eines Aktienmarkts, dass er das so tut. Und das sieht man deswegen im Preis. Deswegen kann man ja auch auf verschiedene Muster zurückgreifen und sagen, aha, Menschen bewegen sich immer psychologisch gleich, dann wird vermutlich auch das Gleiche passieren. Wenn in gewissen Lagen Kurse nicht mehr reagieren auf schlechte oder auf gute Nachrichten, dann muss Folgendes passieren, bla bla. Also grundsätzlich, Grundsatz ist, alles ist im Index drinne. Bedeutet, ich muss keine Zeitung lesen. Dass wir es doch tun, ist rein unsere, ja, Neugier befriedigen. Ja. Und dem Günther ist schon langweilig. Er stellt schon wie überhaupt ein. Ich habe ihn nicht auf dem 8-Tick-Chart, ich habe ihn auf mehreren Charts. Und das sind bei mir gut 8-Tick hat er recht, weil es sind 4 Punkte, hat er recht. Aber Range-Charts, ich benutze den auf anderen auch. Da sind es 89 Ticks. Das ist egal, man kann es auch auf einen Stundenchart machen, vollkommen Latte. Ich habe nur früher High Frequency gemacht und logischerweise das dann getan. Also, zweitens. Ja. Zweitens, es gibt drei Trends. Okay? Drei Trends. Er bezeichnet hier auch noch solche Dinge wie, wie weit es geht. Ich sage einfach, es gibt drei Trends langfristig. Den nennt er Major Trend oder Primary Trend. Mittelfristig nennt er Secondary oder Intermediate Trend. Kurzfristig, das ist der Minor Trend. Ja, hier. Also, wird von ihm unterteilt, indem er sagt, der langfristige oder Primary Trend ist derjenige, der gewöhnlich ein Jahr oder länger dauert und 20% oder mehr Kurssteigerung oder Kursverlust zur Folge haben. Daher auch dann die Bezeichnung, dass wenn Leute sagen, der muss 10% fallen, der Dow Jones, damit es eine Korrektur ist. Er muss 20% gestiegen sein, damit es wieder ein Bullmarkt ist. Er muss 20% gefallen sind. Jetzt sind wir im Bärmarkt. Daher kommt das. Da gab es einen Link.
Wir wollen da auch noch reinlassen. Rüdiger hat auf seinen Links ausgeruht. Hat sich ausgeruht drauf. Vielen Dank. Mein französischer Freund hat schneller geklickt als ich. Die Franzosen sind besser organisiert. Ich hatte die Seite schon zugemacht mit dem Links. Vielen Dank. So, also mittelfristige oder auch die Sekundärtrends. Ja, die korrigieren in der Regel, kommen wir später noch genau drauf, ein Drittel bis drei, bis zwei Drittel. Ja, hallo Fibonacci kann ich dazu noch sagen. Also, die anderen, das sind die, in denen wir uns bewegen, diese Minor Trends, ja, Fluktuationen von Tag zu Tag, er sagt, die sind ohne Bedeutung. Für ihn sind die ohne Bedeutung. So, jetzt kommt er zu den Primary Trends und nennt wichtige Dinge dazu. Also, er sagt, die bezeichnet er als Bull- oder Bärmarkt. Nur das, wenn heute ein Tag runtergeht, hat es nicht die Bezeichnung Bull- oder Bärmarkt, sondern nur diese Primary Trends. Okay? Nur die gewöhnlich mehr als ein Jahr anhalten, mehrere Jahre dauern können. Und da geht es darum, jede Rallye erreicht ein höheres Niveau als die vorhergehende. Das heißt, neues Top. Dann, jede Reaktion findet einen Boden auf einem höheren Niveau, heißt higher, lows, higher, highs, höhere Tiefs, höhere Hochs, immer wieder. Ja. Umgekehrt ist der Primary Trend ein Bärmarkt, wenn es eben immer niedrigere Hochs gibt. Ja. Und das nennt man dann Bärmarkt. Niedrigere Hochs, niedrigere Tiefs. Immer wieder, das nennt sich Bärmarkt. Und nur wenn es den Großen betrifft, heißt der lange, lange Trend, dann trifft das zu. Ja. So. Sie sagen, dass wenn man ein langfristiger Investor ist, dass es dann vollkommen ausreicht, diese ja, Primary Trends zu spielen. Okay. Und wir Spekulanten werden uns auch mit Secondary, wir machen ja sogar Minor Swings. Okay. So. Hat jemand Fragen, was ein Primary Trend ist? Ich hoffe auf viele Neins oder dass ich ignoriert werde. Sehr gut. Aber ganz ehrlich, wer... Thorsten hat gleich viermal Nein. Also, wer eine Frage hat, bitte nicht denken, oh Scheiße, die wissen es alle, ich weiß es nicht. Immer wieder fragen, aber wir reden ja nun schon ein paar Tage darüber. Ich sag doch immer, ja, ein Trend ist, wenn. Das ist, was die meinen, der lange Trend. Ja, möglichst wohl Tages- oder Wochenchart dann, der muss höhere Hochs und höhere Tiefs aufweisen immer wieder. Dann ist er ein Bullmarkt und wenn er lang genug läuft, ja, unsere Märkte laufen seit 2009 in einem Bullmarkt. Ja, gibt Leute, die behaupten, sie laufen seit 1982 in einem Bullmarkt. Das ist natürlich per Definition Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine. So, Secondary Trends. Das sind logischerweise die Korrekturen.
Er gibt an, ein Drittel bis zwei Drittel. Hallo Fibonacci. Also, es gibt Leute, die das dann anders sagen, die sagen, eine Korrektur geht entweder 33,3, daher kommt das bei vielen, bis 38,2%. Ja, es gibt auch eine 50% Reaktion. Und das zwei Drittel heißt dann eben 61,8 bis 66,6%. Die vermischen Fibonacci mit dieser Dow-Theorie. Secondary Trends, das heißt Korrekturen des Primärtrends, heißen Secondary Trends und korrigieren von diesem Move ein Drittel bis zwei Drittel der Strecke, je nach Stärke, so wie wir ja auch immer gucken. Wie weit reagiert der Markt? Aha, ist ein starker Trend. Aha, ist ein schwacher Trend. Genau daher kommt das. Ja. So, er sagt hier, in der Regel dauern sie von 3 Wochen zu 3 Monaten, selten länger. Ja. Aber es gibt welche, die länger dauern. Normalerweise ein Drittel bis zu zwei Drittel. Dann kommt er mit einem Beispiel, interessiert uns alles nicht. Die ein Drittel, zwei Drittel Regel ist kein absolutes Gesetz. Ja, viele kommen nahe der 50% Marke zum Stehen. Das kennen wir ja auch, die 50% Korrektur. Ja, und natürlich manche löschen auch den gesamten Kursfortschritt wieder aus. Dann besteht die Gefahr eben des Trendwechsels. Das weiß man immer erst nachher, nicht vorher. Also er sagt, es gibt zwei Kriterien, dass wir ihn erkennen können. Das ist einmal eben die Länge und die Höhe der Kursbewegung. Und zwar der gegen den Trend laufenden Bewegung. So. Hat jemand eine Frage zu Secondary Trends? Ihr braucht auch nichts zu schreiben, dann mache ich einfach nach 10 Sekunden weiter, wenn jemand was schreibt. Ihr müsst da nicht immer, ja, wenn es zu viel ist, ein Nein zu schreiben. Nur eben, wenn jemand eine Frage hat, einfach bitte fragen. Okay, Minor Trends. Das sind kurze Fluktuationen. Ja, hier dazwischen. Gleich kommt der Spaß. Er sagt, die sind manipulierbar. Inzwischen wissen wir, es sind auch ganz andere Sachen manipulierbar. Und, hallo, oft machen drei, kennt ihr das, dreiwellig, oder mehr, dieser einen Secondary Trend aus. Also, drei oder mehr. Genau. So, machen einen Secondary Trend aus. Minor Trends. Das sind die Fluktuationen, sowas wie so 1, 2, 3, 4 Tage oder wie auch immer. Und er sagt dazu, selten bis zu 3 Wochen lang, gewöhnlich weniger als 6 Tage. So, ohne Bedeutung. Und dann kommt er auf diese Manipulierbarkeit. Er vergleicht es dann hier mit den Wellen am Strand, der Ebbe, der Flut, ja, als Primärzyklus und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, ist ja gut. So. Nächstes. Geht also um den Bullmarkt jetzt. Er nennt diesen Primärzyklus, wenn er aufwärts gerichtet ist, Bull Market. Ja, Bullenmarkt. Aufwärts gerichteter Primärtrend. Und zwar ist er unterteilt in drei Phasen. Akkumulation unter schlechten News. Dann stetiger Kursanstieg unter guter oder besser werdender News. Und dann die spekulative Phase, ja, wo dann auch die Bild-Zeitung sagt, kauft sie Aktien. Was heißt
Ach so, alles, was wir machen, ist hier meiner Trend. Und das ist ja noch, wir sind ja noch viel kleiner als meiner Trend. Das heißt, für uns, wir können uns da Dinge herauspicken. Zum Beispiel, was ist ein Trend? Den gibt es auch in den kleinen Zeiteinheiten. Aber die Dow-Theorie, die trifft auf uns erstmal gar nicht zu, weil sie ganz andere Zeiteinheiten behandelt. Okay? Wir fuddeln in für die Dow-Theorie vollkommen irrelevanten Zeiträumen umher. Und einer, der das geschrieben hat vor so vielen Jahren, konnte sich gar nicht vorstellen, dass es das gibt, was wir da tun. Okay? Er hat noch Briefe geschrieben an die Bank, damit die ihm einen Kaufauftrag 4 Wochen später ausgeführt haben. Ich übertreibe natürlich jetzt. So, also, Bullmarkt bedeutet aufwärtsgerichteter ist mein Punkt. Und es sagt eben am Anfang, ja, weitsichtige Investoren spüren bla bla und kaufen dann. Und das ist eben die Akkumulation. Die kaufen Aktien, weil sie wissen, die sind billig. Ja. So wie heuer mit der EZB, die kauft, weil sie weiß, es ist billig. Ja, das ist ein Spaß. Die zweite Phase ist dann stetiger Kursauftrieb, ja, zunehmende Aktivität, verbessertes Geschäftsklima und so weiter. In dieser Phase kann der technisch orientierte Spekulant und Investor normalerweise seine besten Gewinne einfahren. Wenn wir mal über LJW sprechen, da geht es auch darum, um diese drei Wellen, Welle 1, Welle 3, Welle 5, die nach oben gehen, in die Welle 3, da kann man Kohle machen. Das ist die größte von allen und die am besten sichtbare. Das ist die mit dem stetigen und zunehmend Aktivität gekennzeichneten Kursauftrieb. In der letzten, ja, wenn man böse sagt, da sind wir schon Jahre drin, ja, spektakuläre Kursgewinne, ersten Seiten der Tageszeitung Erwähnung, ja, Freund, sie im Beruf anruft und sagt, die Börse geht schon wieder rauf, hast du einen guten Tipp? All das, was wir schon viele Jahre erlebt haben, ja, IPOs, die mit 100% plus aufmachen und so weiter und so fort. Das geht dann über in den Bear Market. Wenn diese Phase vorbei ist, kommt der Bear Market. Nein, die fünfte macht nicht alles platt. Die fünfte geht hoch. Die fünfte, die du meinst, ist die fünfte Welle und die macht auch nicht alles platt, sondern die dritte Welle der C macht alles platt. Aber da kommen wir dazu. Vielen Dank, Thorsten. Der Thorsten hat da uns weitergeholfen und deswegen haben wir das. Er hat von seinem Geld uns jedem ein Exemplar gekauft und wir müssen das irgendwann mal wieder gut machen. Die Dinger sind ja teuer. Na, so viel zum offiziellen Teil. So. Bärmarkt. Abwärtsgerichteter Primärtrend. Distribution. Anfang der Enttäuschung. Die darauf folgende Welle ist die Panikphase. Beschleunigter Kursverfall. Übertreibung nach unten. Danach Entmutigung bzw. Aufgabe, bis alle schlechte News heraus ist. Ja? So, er sagt hier eben, dass es schon anfängt in der letzten Phase des Bullmarkts, ja,
dass dann eben weitsichtige Investoren sagen, das ist ja gar nicht zu halten und beginnen, ihre Depots zu räumen. Das haben irgendwelche Leute dann vielleicht 2010 schon gemacht oder 2011. Seitdem rennen sie hinterher. Der Umsatz noch hoch, ja, Publikum immer noch aktiv, Anzeichen von Frustration. Danach kommt die Panikphase, Käufer werden rar. Nach der Panikphase, ja, kommt erstmal eine, hier schreibt er recht lange Erholung, das ist immer die Frage, ob das so ist, oder eine Seitwärtsbewegung. Und dann die dritte Phase, das Entmutigen, das Aufgeben, das, oh mein Gott, ja, und dann geht alles in die Grütze und geht irgendwann dann wieder in die Akkumulation über. So die Theorie, die lange richtig war, im Grunde immer noch richtig ist, solange wir uns über freie Märkte unterhalten. Im Moment wage ich das gar nicht zu denken, wie der Markt wäre, wenn die Märkte frei reagieren könnten. So, Grundsatz Nummer 8, das Prinzip der Bestätigung. Beide Indizes müssen sich bestätigen. Das heißt, wenn der eine ein neues Heim macht, muss der andere auch ein neues Heim machen. Sonst ist dieses High in Anführungsstrichen für die Theorie wertlos, genau umgekehrt. Besonders brisant, wenn der eine losmacht und der andere heißt. Irgendwann bestätigen sie sich, dann ist es bestätigt. Ja, es war eine ganze Zeit so, dass der Transportindex hinterhergehangen hat. Und was waren die da drüben, die auf sowas schauen, froh, als er endlich da auch ein High gemacht hatte. Ja, anderen, jetzt in jüngster Zeit, war es erstmal der Transportindex, der vorgeprescht ist, und der Industrial kam nicht hinterher. Aber wir mit unserem normalen Handel, uns interessiert das nicht. Nur eben für die Dow-Theorie müssen wir wissen, diese beiden Indizes müssen sich bestätigen. Ja, schreibt auch von allen Dow-Prinzipien über dieses am häufigsten in Frage gestellt. Uns interessiert es nicht. Die gehen eben davon aus, dass es nur gültig ist, wenn die Wirtschaft in einem gesunden Swing ist, und dann würden die sich eben bestätigen. So war die Idee. Okay? Hier haben sie Beispiele. Ja, man sieht ja hier, der macht ein neues Low hier. Der Re-Leverage, der Transport-Index, also der macht ein neues Low. Der macht kein neues Low, macht aber dafür ein neues High, und der macht dafür kein neues High. Ja. Also, erst wenn sie beide in Sync sind, ist es ein bestätigter Trend nach der Dow-Theorie. Ganz ehrlich, keiner ist von uns Fondsmanager, keiner handelt Fonds nach Dow-Theorie. Ganz ehrlich, wissen, wenn jemand fragt, und das war's. Hier, das ist was, wo ich sage, na ja, ob das so stimmt, ich nehme es nicht. Volume goes with the trend. Also Volumen geht mit, also folgt dem Trend hier. Volumen folgt dem Trend. Und Sie sagen, es gilt für die Gesamtheit der Bewegung, nicht einzelne Tage. Kann also schon mal in einzelnen Tagen deutlich abweichen. Ja. Beispiel wären hier bei uns inzwischen die Optionstermine, die volumenmäßig natürlich immer herausragen. Ja. Grundsätzlich sollte es so sein, macht ja auch Sinn, in einem Bullmarkt, die Leute kaufen, wenn sie kaufen, geht der Kurs hoch. Ja. Wenn sie nicht kaufen, bröckelt der Kurs ab, also sollte das Volumen da kleiner sein. Ja.
Das ist alleine aus der Logik heraus so. Also, so steigt in einem Bullmarket der Umsatz, wenn die Kurse steigen und bla bla. Das kennen wir ja. Ich benutze es nur dann, ja, also bei Breakouts ist es mir eigentlich noch ziemlich egal. Da schaue ich manchmal drauf, aber das ist mir egal, weil wenn er nach oben weggeht oder nach unten weggeht, ist mir doch egal, mit welchem Volumen ich dann Geld gewinne oder verliere. Ja, ich gucke auch nicht, ob es irgendwie bestätigt, aber ich schaue bei dann, wenn es Übertreibungsphasen gibt, dann schaue ich, ob da vielleicht eine Erschöpfung kommen kann, weil schon zu viel kommt. Die Kerze also zu lang ist und der Umsatz zu groß, dann tue ich das. Im normalen Handel der letzten Jahre stellt sich heraus, dass aufgrund dessen, ja, dass dort eben manipuliert wird, in der Regel immer an Tagen, wo es hochgeht, der Umsatz kleiner ist als an Tagen, wo es runtergeht, und damit wird diese Theorie natürlich vollkommen ins Gegenteil verkehrt, weil wir in einem eindeutigen, vom Preisbild eindeutigen Bullmarkt sind und vom Volumenmuster eigentlich in einem eindeutigen Bärmarkt sind. Also, das war einmal auch hier, die Realität hält dort zumindest im Augenblick nicht Schritt. Grundsätzlich soll es aber so sein, in einem gesunden Markt ist es in der Regel auch so. So, Nummer 10. Der Secondary Trend kann eine Linie sein. Ich habe es schon hingeschrieben, bevor alle fragen, was ist denn Linie? Also, Linie ist im Grunde ein Rechteck, ist also eine waagrechte Konsolidierung. Das heißt, ein Gegenmove muss nicht ein Drittel bis zwei Drittel nach dieser Theorie des Kursauf- oder Abschwungs korrigieren, sondern kann auch eine sogenannte, Sie nennen es Align, eine Linie sein. Dies entspricht einem Rechteck. Sie sprechen darüber, dass diese Linie in der Regel 5%, ja, ausmacht. 5%, wo haben wir es hier? Hier. In Ihrem Verlauf fluktuieren die Kurse in einer Zone von ungefähr 5%. Das ist natürlich nicht im Tageschart oder im 5-Minuten-Chart. Also im Tageschart schon, ist nicht im Intraday-Chart. Oder im 3-Minuten-Chart, da gibt es natürlich keine Linie von 5%. Aber auch da gucken wir dann auf unsere Ranges. Das ist dasselbe dann wie eine Range. Es zeigt, dass Angebot und Nachfrage mehr oder weniger im Gleichgewicht ist. Eigentlich in der Regel sind diese Dinge dann, weil ja nicht viel korrigiert wird, Trend bestätigend. Es gibt auch Dinge, wo es mal umkehrt. Ja, aber wir werden darüber sprechen, wenn wir Formationen besprechen. Nämlich nächste Woche. Ja, das ist hier nur ein kleines Aufwärmen. Nächste Woche gehen wir dann ein wenig in interessantere Gefilde. Da sprechen wir über die einzelnen Formationen. Das ist wichtig, auch später für das Rechteck. Je länger das Rechteck dauert und je enger und kompakter es ist, desto größer ist die Bedeutung des schließlichen Ausbruchs. Ja, ist ja klar. Aber wie gesagt, da kommen wir dann auch, wenn es über Rechtecke geht.
hier sagt er die Richtung, in welche die Kurse ausbrechen werden, kann vor der eigentlichen Bewegung nicht bestimmt werden. Ist ja klar, wissen wir ja. Range, Ausbruch warten und hinterher. Daher kommt das. Nummer 11, und das machen wir auch. Nummer 11, nur Schlusskurse zählen für die Dow-Theorie. Nur Schlusskurse zählen und ein Tick höher heißt neues High. Für die Jungs reicht ein Tick. Haben sich sogar die Köpfe mal eingeschlagen, ist auch im, steht auch im Buch drin. Gab mal Leute, die da einen Punkt verlangt haben und haben sich die gegenseitig Humbug vorgeworfen und damals ja noch in Zeitungen und Büchern gegeneinander geschrieben und gekämpft. Also ein Tick nach Dow reicht ein Tick, um ein neues High zu tun. Es gilt nur der Schlusskurs. Intraday Highs oder Los zählen nicht. Daher natürlich auch die Schule, dass man Linien, Trendlinien oder auch Ranges auf die Closes legt. Ihr seht, alles was wir tun, hängt mit diesen Buben da zusammen, die das vor vielen Jahren ausgekungelt haben. Ja, in der Realität sind natürlich Dinge inzwischen anders, weil auch Leute ihren Programmierer gesagt haben, die davon nichts wissen, ja, mach doch mal. Dann fing es an, dass sie das eben anders gemacht haben. Ja. Aber gibt eben diese beiden Schulen auf die Schatten oder auf die Closes. Ich nehme bei Diagonalen in der Regel die Schatten, bei Ranges die Closes. Der Thomas fragt hier, jawohl, man schaut in Amerika, schaut man auf diese Indizes. Da, der steht jeden Tag fett in der Zeitung und wird von allem täglich kommentiert. Mach mal CNBC auf oder Fox News. Wie heißen die anderen Brüder? Bloomberg, die reden sich den Mund fusselig darüber. Vor allen Dingen, wenn die beiden nicht gleich laufen, dann wird gleich der Fortbestand der Welt in Frage gestellt. Und dann das Wichtigste, auch das hört ihr von mir viel zu oft, das Wichtigste: ein Trend besteht fort, bis die Umkehr komplett ist. Vorher dreht er nicht. Wir versuchen das teilweise ja ein bisschen vorzuziehen, dass wir sagen, okay, da ist ja das erste, zweite, dritte Lower High oder Higher Low, aber immer noch darauf hinweisen, wenn das kommt, muss es erstmal dieses berühmte neue Low oder das berühmte neue High geben, sonst ist das alles für die Katze. Ja, darauf muss man immer warten und achten. Das ist sehr wichtig und vor allen Dingen ist wichtig, solange nur dieses eine Low oder dieses eine High gesetzt wird, ist es erstmal noch nicht relevant. Das bedeutet, Investoren, das gilt auch heute noch, selbst in diesen kurzen Charts, ja, da kriegt man noch keinen hinterm Ofen vor. Da gibt es viele, die da vorspringen und dann Aua machen. Ja. Die fassen auf die Herdplatte und die ist eben noch nicht kühl. Da gibt es eben noch Aua. Das ist sehr wichtig. Der Trend besteht fort, bis die Umkehr komplett ist.
Herr Tu, auf die Stirn in Spiegelschrift und jeden Morgen reingucken. Das ist einer der Kernsätze. Und dann schreiben Sie das in blumigen Worten hier. Das müssen wir uns nicht hineintun. Danach kommt hier, ja, dass man hier nochmal sieht, eben die Bewegung, und dann die Diskussion, wann, wer, wen, bestätigt hat. Und ob das vielleicht nicht doch hätte anders sein müssen. Da wird also hier für viele Seiten, da steht da 5 Jahre, 5 Jahre Dauerinterpretation, wird über 5 Jahre diskutiert. Also wir werden das hier nicht tun. Ja, ich empfehle jedem mal, nur dass er mal sieht, worüber die da philosophiert haben damals. Ja, lest es euch mal durch. Es führt zu Kopfschmerzen und zu einem Schmunzeln. Okay. So. Danach haben Sie sich noch ausgelassen über die Mängel. Ja. Man achte mal drauf. Sie schreiben hier, unsere Leser fürchten, wir haben einen tiefen Seufzer der Erleichterung ausgestoßen, als Sie das vorgehende Kapitel über eine schwierige, langweilige und zeitweise verwirrende Materie schlossen. Das muss ja mal reinziehen. Wer würde denn heute sowas schreiben? Ja. Kopfschmerzen. Ganz ehrlich, die Kopfschmerzen ersparen wir uns. Haben wir Besseres zu tun. Aber, hey Mann, wer mal langweilig ist für eine halbe Stunde oder so, der soll es mal durchlesen und soll den Gedankengängen mal folgen. Schaden tut es nichts. Es könnte ja mal jemand kommen und sagen, guck mal, hier hast du 2 Charts, erzähl mal. Da müsste man eben sehen, wann diese Regel der jeweils higher highs oder higher lows in beiden Indizes zum selben Zeitpunkt gestimmt hat. Den meisten soll es möglich sein, höhere Hochs und höhere Tiefs zu erkennen und zeitlich zuzuordnen. Das müssen wir sicherlich nicht üben. Vor allem machen wir das täglich mehrfach und ein Chart, egal welche Zeitauflösung, sieht in der Regel immer gleich aus und gibt also da keine. Gibt Leute, die jetzt diese Dow-Theorie anders anwenden und zum Beispiel, wir hatten das vor ein paar Tagen, haben wir darüber gesprochen, den Euro-Stoxx nehmen als den, der das bestätigen müsste. Ja, das ist natürlich wohl gemeint, aber ein ziemlicher Quatsch, weil wen interessiert? Wen interessiert, wenn Deutschland morgen aus der Eurozone austritt, dann werden diese beiden für einige Zeit bösartig auseinanderlaufen, ohne Bestätigung. Ja. Dann geht der DAX auch mal 1000 Punkte an einem Tag und wahrscheinlich hoch. Bevor Sie dann merken, dass da ja Märkte fehlen und dann geht es vielleicht wieder runter, 1000 Punkte. Dann kommen eben hier die Heuler, die sagen, ja, aber wenn ich auf Bestätigung warte, das ist doch zu spät. Und dann sagen sie eben so und so. Und wer war denn dann dabei? Das Geheimnis ist eben, wenn man schon so langwierig auf etwas wartet, dann muss man es auch durchführen. Ja, und muss dann auch lang genug drin bleiben.
Das ist so, wie wir mit unseren Trends, wir erkennen einen Trend und dann juckeln wir nach 10 Punkten raus. Das ist natürlich Blödsinn. Wenn wir sowas erkennen, kann man das in diesem kurzen Zeitrahmen spielen, aber normalerweise so eine Einheit, wer dann irgendwann mal genug Kapital hat, muss man natürlich laufen lassen. Wir haben das ja schon mehrfach während unserer Webinarserie gesehen, da, wenn der Markt über Hunderte von Punkten loskoffert, dann ehrlich, es könnte ja theoretisch immer mitlaufen. Denke, die politischen Börsen, weil der Volker das fragt, die gab es ja schon immer. Ja, die sicherlich, aber die manipulierten Börsen, die haben sie außer Acht gelassen, weil sie kannten sie ja nicht und haben sogar gedacht, man könne es nicht manipulieren. Die hätten sich nie vorstellen können, dass da irgendeiner mal sagt, es ist eben so, kaufe eben Trillionen. Und genauso konnten sie sich nicht vorstellen, dass Hinz und Kunz einen Computerzugang hat und Aktien direkt handelt. Das war für die vollkommen ja, nicht vorstellbar. So wie wenn eben vor 200 Jahren ja, jemand gesagt hätte, du kannst jemanden auf einem kleinen Gerät sehen, der auf der anderen Seite der Erde ist, dann hätten die dich wahrscheinlich verbrannt. Hexenwerk. Und ich kann mich erinnern, als kleiner Junge habe ich Raumschiff Enterprise geguckt und dachte, hey Mann, wenn der Beam me up Scotty sagt und so ein komisches Klappding da in der Hand hat, ja, ein paar Jahre später hatte ich ein Motorola-Handy, das sah genauso aus. Daher, vielleicht können wir uns auch mal beamen irgendwann. Ja, muss kein Raumschiff sein, kann ruhig von einem Ort zum anderen sein. Ja, Mick, willst du nicht mal auf den Kaffee kommen? Haben da also hier, wer hat heute schon 60 Jahre Zeit? Also ich werde sie wahrscheinlich nicht mehr haben. Aber die haben eben hier aus wenig Kohle etwas mehr Kohle gemacht. Und sie zeigen eben anhand der Signale, dass es im Grunde immer positiv war, auch wenn natürlich in einem Jahr dann 0,3% Gewinn nicht der Reißer ist. Glaub mir, ich habe auch andere Sachen als Veggie-Kekse. Heute Abend gibt es zum Beispiel Squid. So, weil ich esse kein Fleisch, aber Fisch esse ich. Das ist es soweit von der Dow-Theorie. Hat jemand Fragen? Wenn nein, warum nicht? Ihr kriegt alles, was ihr, fast alles, was ihr von mir wollt. Das muss wohl ein Short gewesen sein. Oder von unten weggekauft dann. Worauf ihr achtet hier? Ja, das ist hier, der hat 23. 1923 gekauft und nach 6 Jahren hat er 226%. Gibt Aktien, die machen das heute in der Woche.
Und ihr seht ja, das ist alles hier long only, so wie wir das von unseren Freunden von den Zentralbanken kennen, long only. Er wartet nur auf Kaufsignale und kauft dann. Er hat also bei 305 verkauft und hat bei 84 reinvestiert. Und ich weiß nicht, wo das Low war. Das Low war irgendwie, keine Ahnung, ich glaube bei 30 oder so oder tiefer, ich weiß nicht. Weiß es nicht. War auf jeden Fall recht tief. Also, dazu habt ihr keine Frage, wem noch was einfällt. Er kann natürlich immer, Hallo machen und das nochmal fragen, aber ich glaube, das ist die einfachste Sache. Wir besprechen nächste Woche, besprechen wir die restlichen Kapitel. Na komm, das ist ein Spaß. Also, Kapitel 6 bis 9. 6 bis 9. Allerdings werden wir vermutlich dort nicht so schnell durchkommen. Aber wer 6 bis 9 schafft, sich mal anzugucken, das wäre nicht übel. Da geht es um die Trend- und Umkehrformation. Ja. Da wird es interessanter. Da werden wir viel mehr Freude dran haben und wenn wir uns da auch länger aufhalten, ist das kein Problem. Crash hat er ausgelassen, der war dann schon Bärmarkt, so wie auch vor dem Crash 1987 der Markt das schon gezeigt hat. Ja. Ich war damals ja noch ein junger Bub, ich habe im Crash kein Geld verloren für die Bank, für die ich gearbeitet habe. Und habe nur Privatgeld verloren, weil ich Sachen hatte, die einfach nur getaxt wurden, ich konnte gar nicht raus und in Deutschland ging dann der Bärmarkt ja weiter bis Januar, da wussten die Amis ja gar nichts mehr davon im Januar. Also Kapitel 6 bis 9 lesen. Prüfung, also macht euch mal jetzt noch keinen Kopf wegen der Prüfung. Die Prüfung wird, also der erste Teil, das ist so ein Multiple-Choice-Test. Da geht man zu so einem Center, sitzt dann am Computer und klickt die Antworten an. Und in der Regel ist das nicht so schwer. Die erzählen zwar immer, wie viele Leute da durchfallen, aber also ich persönlich kenne keinen, der durchgefallen ist. Da kenne ich auch nur Leute, die das mit dem nötigen Ernst betreiben. Aber ich kenne keinen, der da durchgefallen ist, der sich vorbereitet hat. Das sind die Leute, die sagen, zum Beispiel, ich glaube, wenn ich mich hinsetze und heute sage, oh, gib mal die Prüfung her. Und da einfach mal losklicke, ja, dann werden sie wohl schaffen, mich mit bestimmten Fragen aufs Glatteis zu loggen. Und weiß nicht, vielleicht falle ich sogar durch. Also bei der ersten weiß ich nicht, aber bei der zweiten würde ich wahrscheinlich sicherlich durchfallen.
weil die schon etwas hohes Niveau hat und da sind Sachen dabei, da bin ich auch nicht 100% firm. Aber deswegen tun wir es ja. Und wenn wir das ordentlich tun, dann denke ich, würde es passen. Der erste ist rein, Computer klicken. Die zweite Stufe ist dann selbst aufschreiben. Da kommt also dann die Frage, das Beispiel in der zweiten Stufe, was behandelt die Dao-Theorie? Da muss man eben, steht dann sicherlich auch dabei, in 5 Sätzen oder was, da muss man eben dann Dinge hineinschreiben, die wichtig sind. Aber wir machen ja erstmal die erste ganz in Ruhe und dann gewöhnen wir uns ja dran, dann wissen wir ja schon eine Menge. Bei der ersten Prüfung muss keiner irgendwas langwierig aufschreiben. Die erste ist Multiple Choice. Steht dann vielleicht drin, die Dao-Theorie kümmert sich nur um die Preisbewegung. Lösung B ist, kümmert sich um Preisbewegung und fundamentale Daten. C kümmert sich um Indikatorenlehre und D ist, kümmert sich um alles. Da musst du das Richtige ankreuzen. Und soweit ich weiß, gibt es diese Prüfung in verschiedenen Sprachen. Das heißt, auch unser französischer Freund wird das auf Französisch ablegen können. Er muss sich da keinen Kopf machen, bis auf dass er die Begriffe lernen muss. Ja? Ich werde die Prüfung beispielsweise auf Englisch machen, weil die englischen Begriffe mir sicherlich einfacher von der Hand gehen. Für mich ist eben einfacher zu schreiben Lower High als da irgendwie tieferes Hoch oder irgendwas. Das kriege ich nicht hin. Inzwischen sind die deutschen Übersetzungen aber auch gut genug. Und ja, es gibt auch Seiten mit Bilder für den Mac. Mit Bildern, schönen Charts. Und die kann er dann, sagen, ihr habt ja alle keine Ahnung. Der Mick wird hier gekauft haben und da verkauft. Und was wollt ihr mit eurer Theorie? Ob es dafür Punkte gibt? Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Er hat ja die Kohle. Und macht euch ja mal keinen Kopf. Ich persönlich kenne Leute, ich sage euch auch nicht welchen, weil ich möchte niemanden beleidigen, aber ich kenne Leute, die fliegen so tief durchs Leben, die haben es auch geschafft. So, neue kann ich euch mal schnell zeigen hier. Manche haben die Brüder auch noch gar keine Bücher vorgestellt. Also die sagen, dass der Secondary Trend mehrere Monate bis zu 3 Monaten in der Regel dauert, kann aber auch länger sein oder auch kürzer. Oh, wir begrüßen unseren neuesten Neuankömmling im Hipchat. Mal gucken, ob auch hier ist im Webinar.
So, das lädt hier noch. Lustig. Also es geht dazu, dass ich jetzt solche Sachen wie die Kagi und Renko Charts und Threeline Break Charts dazu genommen habe. Jetzt ist es hier. Also auf der IFTA-Seite gibt es den Syllabus. Ja. Und er tut mir einen Gefallen. Ich habe keine Lust, dass der wie bei der VDRD, der hat einen ganz dicken Kopf gekriegt und wollte gleich eure Kundenliste haben und hier rumgraben und uns irgendwelchen teuren Scheiß verkaufen. Ja. Weil ihr fragt, wie wir sind wir jetzt? Wir sind jetzt, mit dem Michael sind wir jetzt, wenn ich richtig zähle, 66. Das heißt, wir sind schon massiv. Wir sind nicht mini. Also hier, Outline of Topics, das sind die ganzen Themen, worum es geht. Hier, Historie, Philosophie, Chart Construction, also wie man Chart baut, DAO-Theorie, ja, Konzeption für einen Trend, klassische Bar-Chart-Patterns, ja, und so weiter und so fort. So. Und jetzt, das kommt hier dazu, Other Charting Methods, also andere Chartmethoden. Kagi Charts, Renko Charts, Threeline Break Charts. Ja. Equivolume Swing Charts, Heikinashi ist jetzt dabei, Drummond, Geometry ist dabei. Ganz ehrlich, das war, hier weiß ich gar nichts darüber. Heikinashi weiß ich, wie es geht, aber frag mich das mal so zwischen der Haustür und schon habe ich sicherlich falsch. Okay. Ja, du bist klar. Jetzt kommt zusätzlich dazu. Deswegen steht hier mehr Reading Material to be added later. Da haben sie noch gar keine Bücher empfohlen dazu. Ja, GAN-Theorie. Hey Mann, hätte ich nie gedacht, dass ich das nochmal lesen muss. Ja. Ich habe mir mal ein Buch gekauft und habe gesagt, oh mein Gott. Ja. Aber auch das werden wir lernen, gar keine Frage. Dann hier die Basics, quantitative Techniken. Ja. Ganz ehrlich, das Dümmste, was es gibt, ist Random Walk Theory. Ganz ehrlich, die Börse ist alles andere als Random Walk. Als wenn es Random Walk wäre, würden wir kein Geld verdienen können. Auch hier kommen eben ein paar Sachen dazu. Ganz ehrlich, ich frage mich jetzt was über den Hurst-Exponenten. Da weiß ich genau null darüber. Ja, der Christian Kämmerer, da gibt's, also der, der da, die, der Dan ist da die Koryphäe, der Christian Kämmerer ist ein, ja, netter Kerl, der das nachfädelt, aber nicht derjenige welcher. Behavioral Finance, Ethik, guck mal, was jetzt steht zur Ethik. Was immer sie da bringen wollen in der heutigen Zeit. Ja. Und hier kommen eben dann die, und da fangen wir an hier, Edwards and McGee, ist Core Reading Material. Nächstes Buch dann, John Murphy, Martin Brink, Charles Lebeau. Klingt wie ein Franzose, ist aber, glaube ich, Kanadier. Steve Nissen. Ja, das könnte hier ein ehemaliger Franzose sein, vom Namen her. Der Herr Duplessis. Freundin Figger. Hier kommt was dazu, Time Cycles Analysis.
Also gibt es noch das Recommended Reading. Hier geht es um Psychologie und ähnliches. Elder ist wirklich Standardwerk. Der hat jetzt eine Neuausgabe herausgebracht. Oder bringt sie heraus. Ich weiß gar nicht, ob die schon draußen ist oder ob sie jetzt im... Er müsste draußen sein. Oktober, November, glaube ich, war es angekündigt. Kann auch schon draußen sein. Das ist also, wie gesagt, hier Level 1. Das ist das, was wir im Moment machen. Bei Level 2 kommen dann ein paar Kapitel dazu. Ja, seht ihr hier, Chapters, tralala, werden hier aufgeführt. Die gleichen Bücher. Und dann kommt eben hier dazu Ichimoku. Ja, Wolken ziehen über den Markt. Ja, Market Profile. Da werden wir sparken, da werden wir schon alles wissen. So hoffe ich. Ja. Hier Cycle, Trend Turning Points, Elliott Wave von dem, ja, was der Fußballgott ist, ist bei Elliott Wave Robert Brechter. Hier nochmal Kirkpatrick, Dahlquist. Gibt es also noch schon ein paar Bücher, die man da lesen muss. Cloud Charts. Man kann noch Ichimoku dazu sagen. Und hier seht ihr ja angeblich bis 30. Juni 2014. Ich kann es noch nicht sehen. Keine Ahnung. Wer es noch nicht gefunden hat, hier ist der Link auf HipChat. Profitabel werden wir doch selbst, Mick. Du bist es doch schon und wir werden es alle auch werden. Der Günther, der ist höchstens 46, ich habe ihn gesehen. Lasst euch nicht täuschen. Vor allen Dingen, wer so viel fragt, bleibt immer jung. Keine Angst, Günther. Keine Angst. Sich nicht warm zittern. Günther wird der sein, der das alles mit 100% macht. Wird uns alle im Staub stehen lassen. Im Staub wird er uns stehen lassen. Darauf bestehen wir auch. So, Freunde, gibt es noch irgendwelche Fragen? Wie gesagt, nächste Woche kümmern wir uns um diese Formation Kapitel 6 bis 9. Wir gehen die nacheinander durch. Werden dann auch sicherlich Beispiele finden und uns da richtig hineinarbeiten. Jawohl, das stimmt. Ich, Eierkopf, bin nur früher Marathon gelaufen. Und seit meinem Schlaganfall kann ich das leider nicht mehr. Da will das eine Bein nicht so. Ja, Gott sei Dank war es nicht im Gehirn. Obwohl meine Mutter immer, mein Lebensgefährte manchmal sagt, bist du sicher? Ja, sage ich, ja, ich bin sicher. Aber war nur, in Anführungsstrichen, nur im Rückenmark, so dass da
ich nur im Rollstuhl gesessen habe. Kapitel 6 bis 9. Soweit wir kommen, wir fangen an. Wenn wir keine Lust mehr haben, hören wir auf und machen die Woche drauf weiter. 6 bis 9. Wenn wir da durchkommen, dann haben wir schon das Gefühl, dass wir was gemacht haben. Dann haben wir schon was gelernt, denn hier das bisschen Tao-Theorie, das unterscheidet uns zwar dann von Leuten, die gar nichts davon gelesen haben, aber viele geben auch auf, wenn sie das lesen, weil sie sagen, oh, ist ja furchtbar. Das ganze Buch wird so sein. Und keine Angst, das ganze Buch ist nicht so. Geht jetzt um Dinge, die wir jeden Tag im Markt sehen. Schulter auf Schulter, Rechtecke, Dreiecke, Wimpel. Ja, alles dabei. Dann kann dann jeder im Markt suchen nach den gesamten Informationen. Du wirst sie auch finden. Ich kann nur schon mal sagen, Informationen muss man mit dem bloßen Auge sehen können und sie nicht suchen müssen. Wer sie suchen muss, der wird damit weniger Erfolg haben, weil es muss jedem auffallen. Dann richtet sich der Markt auch danach. Ich werde mich bemühen, ich will eigentlich schon seit ich klein bin, ist meine Idee, dass ich an meinem 100. Geburtstag beim, ja, muss nicht das dritte Mal am Tag sein, aber beim Sex mit meiner Partnerin sterben werde, ohne Schmerzen. Das ist so der Traum, den ich lebe, seit ich, keine Ahnung, 12 bin oder so. Habe ich ja noch ein paar Jahre Zeit, bin ich erst auf der Hälfte. Die Fragen und die Beantwortung kann in Deutsch sein, natürlich, weil Deutsch eine der Sprachen ist, die dort genommen werden. Ich glaube, Englisch und Französisch auf alle Fälle. Andere Sprachen ist immer nicht 100% sicher. Gibt da eine Liste, aber für uns Deutsch ist auf jeden Fall Sprache. Also Sie sagen hier Französisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch. Arabisch und Spanisch wird kurz ausgesetzt. Aber die anderen wird es wohl geben. Ja klar, Franzosen würden wahrscheinlich Krieg anfangen, wenn Französisch herausgenommen würde. Ja. Oh mein Gott, das wird der Sebastian jetzt nicht gerne hören. Exams are currently offered in English, French, German, Italian, Spanish and Arabic. Notice beginning October 1st and after October 8th for CFTE 2. The exams will be offered in English, German,
Arabic and Spanish and will no longer be offered in French or Italian. Note, the Spanish and Arabic exams will be delayed but will be offered at a later date. Franzosen und Italiener werden discontinued. Oh, why? Also Englisch oder Deutsch, mein Freund? Mein Freund heißt doch, glaube ich, am Französisch Mon ami. Du kriegst das hin. Du sprichst doch auch Englisch, oder? Denke auch, dass er perfekt ist. Genau, die Italiener wollen wir draußen haben. Die Franzosen sowieso. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass vielleicht nicht genug Leute in Frankreich diese anglophilen Zertifikate machen möchten. Das kann der Grund sein. Diese Bestrebung gab es ja auch in Deutschland, als Nase Gesichtserker hieß. So wie die Franzosen das machen. Habt ihr das noch, dass in den Musikkanälen, dass man dort für jedes ausländische Lied einen Franzosentitel spielen muss? Stimmt das noch? Da gab es mal ganz harte Regeln. Ich habe überhaupt nichts gegen Franzosen, ganz ehrlich. Vor allen Dingen gegen unseren Franzosen habe ich gar nichts. Ja, im Gegenteil. Ist ein guter Kerl, guter Typ. Gar keine Frage. Und keiner kann was für seinen Pass. Ja. Gibt in jedem Land Eierköpfe und Leute, die herrliche Menschen sind. Ja genau, die fand ich auch mal cool, als ich klein war. Genau so. Sehr hübsche junge Dame damals. So, kann ich euch noch irgendwas helfen oder kann ich mich langsam an den, genau, die kennen wir alles. Also es gibt sehr hübsche Franzosen beiderlei Geschlechts und gibt furchtbare Idioten und sehr gebildete und sehr freundliche und höfliche Menschen. Alles vertreten. Genau, der Depardieu Opelix, der ist jetzt Russe. So, wenn wir dann, ja, ganz ehrlich, also, wenn einer von euch meint, dass ich morgen, also das sage ich euch gleich von vornherein. Ich werde vielleicht mal hineinschauen, um euch guten Tag zu sagen, aber ich habe den Handelsschirm morgen nicht an. Ist mir vollkommen egal. Die können morgen hier 1000 Punkte hin und her chatten. Ich bin da nicht dabei. Bei mir ist die Regel, wenn der Markt nicht... Wenn der Markt nicht da ist und der Markt ist Amerika, dann bin ich auch nicht da. Na, guck mal hier so diese Kerzen an, das ist doch, was will ich da machen? Ja. Ich habe bestimmte Regeln und da passt es nicht dazu und dann ist es mir egal. Davor sitzen und dann auf die Backen gehauen bekommen von irgendwelchen Idioten, das brauche ich nicht.
Günther, bist du denn gelaufen? Einmal hin und einmal zurück, weil du nicht mehr gefunden hast, das Ziel. Ja, gibt ein paar schöne. Ich habe einen Kumpel von der Börse, der ist auf Facebook. Joe Kelbel heißt der. Der ist jetzt irgendwie so 260 Marathons gelaufen. Und den habe ich auf dem Flughafen getroffen. Der kam gerade zurück. Also nicht, als ich ihn getroffen habe. Der war ein paar Tage vorher aus dem Oman zurückgekommen von so einem Ultra-Ding. Und war auf dem Weg nach Kambodscha, um dort zu laufen. Der wird, weil er bekannt ist und immer Berichte schreibt und dadurch auch Werbung für die einzelnen Orte, Marathonorte und Organisatoren macht, wird er von denen immer eingeladen. Ja, das heißt, er zahlt dann für den Flug nichts und für die Unterkunft und deswegen macht er das. Ja, Ironman, das ist für mich nichts. Ich bin, oder früher war ich im Laufen gut, im Radfahren sehr gut. Mein Schwimmen ist scheiße. Ich bin da, ich schwimme eher wie wie so eine Bleiente. Ich habe es nie geregelt bekommen, ordentlich zu kraulen. Das ist alles, ja, Altherren, Brustschwimmen, das ist furchtbar. Wollte mal Fünfkampf machen als junger Kerl und bin am Schwimmen gescheitert, weil ich zu blöde war dazu. Günther, hast du ja noch Zeit? Also ich nicht so gut. Ich bin nur, also unter 4 bin ich nie gelaufen. Ich habe einen Kumpel, das ist frustrierend, der ist 2 Stunden 40 oder so gelaufen. Dann pervers, der hat immer geliebäugelt mit dem Titel schnellste Frau der Welt. Mann, Günther, was du für Sachen machst. Respekt. Hut hätte, würde er nun auf die Erde knallen, so tief ziehe ich denn. Wird da oben gar keine Luft kriegen. Okay, hat mich gefreut. Wünsche allen einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann. Ja, ich glaube, die Links schicke ich dann lieber später, bevor mir wieder jeder sagt, die habe ich nicht bekommen. Ja, schon Donnerstag schick, kann ich Dienstag nicht mehr haben. Wir sehen uns spätestens am Montag, wahrscheinlich auch morgen kurz, aber eben nicht hier per blecherner Stimme. Und dann eben am Dienstag wieder im Webinar und dann mit dem Markt und mal gucken, vielleicht sind wir dann schon eher auf 9 All-Time Highs. Ja. Okay, schönen Abend, viel Spaß und dann bis bald. Ciao.